Hallo und herzlich willkommen zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Dieses Let's Play hat leider nur die zweistellige Folgenmarke erreicht. Denn nach drei Patches, jetzt wie ihr sehen könnt, läuft das Spiel mit Version 1.03. Ist das Spiel nicht wirklich lauffähig? Es gibt immer noch Abstürze am laufenden Bug. Abstürze am laufenden Band. Also alle 10 bis 20 Minuten zurück auf den Desktop, ohne ersichtlichen Grund. Des Weiteren gibt es auch ziemlich fiese Texturbugs, da wo ich dann schon ganze Häuser und keine Bewegung. Ganze Gebäude im ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, spring halt. Ganze Gebäude nur noch lila sind. Was natürlich dann ziemlich scheiße ist. Von dem her sehe ich mich jetzt gezwungen, das einzig Logische zu tun und den Stecker zu ziehen bei diesem Let's Play. An meiner Hardware liegt es definitiv nicht, dass es so scheiße läuft. Das ist das Spiel. Nachdem ich vorgestern gelesen habe, dass Bethesda jetzt schon wieder den größten Raum bekommt mit kostenpflichtigen DLCs etc., sehe ich jetzt keinen Sinn darin, dieses Let's Play überhaupt noch zu machen, denn bevor diese Fehler nicht gefixt sind, ist an ein Spielen gar nicht zu denken. Von daher ist das jetzt das Letzte, was ihr von mir und zu Skyrim seht. Am Anfang sah es wirklich super aus, also es ist immer noch definitiv besser als Oblivion, wenn sie die Bugs in den Griff bekommen. Des Weiteren stelle ich das Projekt jetzt, wie ich schon gesagt habe, ein. Dafür gibt es halt das gestern gestartete Quake HD und ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, denn so kann ich euch halt kein Let's Play geben, wenn das Spiel nicht funktioniert. Beziehungsweise nur dann funktioniert, wenn es lustig ist. Und das ist halt nur in 5% der Fällen. Und ja, das funktioniert halt so nicht. Ja, was es aus Lückenfüller geben wird, weiß ich noch nicht. Was es Neues geben wird, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem bisschen, was ihr gesehen habt. Jetzt auf das, was ich gespielt habe, kann ich das Spiel natürlich nicht empfehlen. Es gibt halt sehr viele Ungereimtheiten, wie halt die Abstürze, Texturfehler oder diese Kuh im Hintergrund. Von dem her würde ich von einem Kauf zum Vollpreis. Ich habe das über Steam gekauft für 49,99 Euro wohlgemerkt und ich könnte mir jetzt ein bisschen in den Arsch beißen, aber ich hoffe jetzt da irgendwie auf Fan-Patches oder vielleicht Patch von Bethesda, der endlich mal was fixt. Aber bis dahin ist das Projekt eingestellt. Wenn es bei euch läuft, natürlich super. Was ich sagen wollte, das Spiel ist gerade wieder abgestürzt. Wenn es bei euch problemlos funktioniert, ist natürlich super, dann habt ihr das ein bisschen besser getroffen als ich. Von mir her rein persönlich keine Kaufempfehlung, nicht zum Vollpreis auf alle Fälle. Und irgendwas wollte ich jetzt noch ansprechen, jetzt weiß ich es aber nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ja, sagt mir eure Meinung, sagt mir, wie es bei euch läuft. Also, jetzt auf jeden Fall das Letzte, was ihr von mir von Skyrim seht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, das war's von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ciao, ciao, macht es gut und so long.